Ja, und da sind wir nämlich schon mit dem ersten Spiel des heutigen Tages auf Belce Vestage. Schalten wir natürlich die wunderschöne Hintergrundmusik auch an, damit wir hier richtig in Stimmung kommen für die ESL Pro Series. Links oben in der Ecke sehen wir von Team XMG Sword the Wound. Und in der rechten unteren Ecke haben wir von Team Ultimate Socke. Ja, das wunderschöne PVZ, was wir hier sehen dürfen, begrüßen dürfen. Und man sieht auch schon Sword the Wound früh unterwegs mit der Drohne. Also ein früher Drone Scout? Fragezeichen. Oder kommt hier wohl eher die Proxy Edge? Socke selbst startet durch mit der Gateway-Echse. Ah, erstmal schauen, ob da nicht vielleicht Nexus First kommt. Sieht das Gateway. Ah, und jetzt könnte er sich das hier durchaus überlegen, aber man sieht die Drohne auf dem Rückweg. Was hat Sword the Wound hier vorbereitet? Er ist natürlich ganz klar der Underdog, hat aber trotzdem eine sehr gute Season gespielt. Ja, das auf alle Fälle. Und da muss man einfach mal gucken, wie seine Chancen am Ende des Tages sind. Doppelte Hedge gleich. Okay, das ist doppelte Hedge vor Pool. Gewagt, mutig auf jeden Fall. Kann man machen, wenn man die Eier hat. Und die hat er offensichtlich. Double Hedge vor Pool. Nice, Sold. Nice. Jetzt geht's aber erstmal an Socke, der hier scoutet. Und der ist unterwegs zunächst zu Natural und nicht zu dritten. Wird hier aber feststellen, dass der Pool verdammt spät ist. So, und dann kann er sich überlegen. Punish ich das Ganze vielleicht sogar mit einem Foregate? Wäre eine Option. Der Pool ist verdammt spät. Also das geht. Das geht durchaus. Das muss vor allem auch gehen. Aber er sieht den Pool noch nicht. Er sieht den Pool nicht. Hat jetzt keine Kanone und setzt den Nexus, also ein Foregate. Wird das hier schon mal nicht. Er sieht auch hier, okay, die Hedgehog ist ebenfalls was fertig. Damit also Double Hedge vor Pool. Socke hier mit der Pine. Das würde ihm natürlich gar nicht passen, aber vermeiden lässt sich das jetzt erstmal nicht. Dreist, aber es geht auf. Offensichtlich. Socke einen kleinen Schritt zu nehmen, sollte natürlich an den Watchtower dran. Ja, und da gucken wir mal. Da ist Speed Upgrade unterwegs. Natürlich lässt sich Socke das jetzt nicht nehmen, bisschen Druck zu machen. Einfach weil der Pool zu spät ist, kommen die Queens auch spät. Vorher kannst du sie nicht bauen. Er wird jetzt versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Schön gerettet von Salt. Und das sieht bisher auch gar nicht mal schlecht aus. Muss nochmal ein Sporkroller. Es kostet alles Mineralien. Kostet alles Mining Type. Da ist sogar noch ein bisschen mehr drin, aber Socke macht das Ganze vorsichtig. Er hatte das Gas auch gesehen, also kann er in etwa abschätzen, dass Speed Upgrade nicht mehr so lange brauchen wird. Und da wird es natürlich kritisch für die Stalker. Wenn das Speed Upgrade durch ist, sind die Linge die schnellsten Units und dann kommt der Stalker da einfach nicht mehr weg. Insofern rein in die Basis, aber mit den zwei Gateways durchaus die Option, hier aggressiv zu spielen. Also insgesamt natürlich auf 3. Holt nun die Robo hinten dran, aber insgesamt 3 Gateway Pressure. Eine Option, die er sich auf jeden Fall offen hält mit der Probe hier drüben. Salt aktuell im Supply Block. Findet die Probe nicht, den Pylon ist noch nicht da. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man den Pylon kurz vor knapp setzt. Wenn du an der Probe vorbeiläufst, dann siehst du das später nicht mehr. Wäre der Pylon schon gesetzt, dann würdest du ihn sehen, aber genau im toten Dreieck. Bermuda-Dreieck. Baut sich Socke erstmal so ein bisschen ein. Weiß natürlich auch, die Linge dürfen auf gar keinen Fall hier durchkommen. Wenn das passiert, dann ist Holland in Not. Aber auch die Tatsache, dass er hier rausläuft, sollte Salt verraten, da ist was im Busch. Er holt noch den Immortal, rechnet hier zunächst eher mit Schaben. Und da ist die Sentry, genau. Er hat dichts, also kein Run-By für Salt. Und jetzt ist Socke unterwegs. 32 zu 40 im Worker-Count. Bisher
noch nicht wirklich viele Units, aber dass da jetzt viele Linge kommen, das dürfte klar sein. Er hat ja die dritte Hedge und damit eine sehr gute Larvenproduktion auch schon sehr früh gehabt im Übrigen und das wird schwierig. Socke muss hier aufpassen, das sind eine Menge Linge, er hat nicht viele Zealots, sollte hier auch eher Zealots als Stalker reinwarpen und die kommen hier erst einmal gut dran, da kommt der Mothership Core, im Zweifelsfall macht man mal den Recall. Könnte natürlich auch mit Sentries versuchen, das Ganze so ein bisschen enger zu machen. Da ist das Problem, sobald die Force Fields weg sind, ja, dass er da nichts mehr machen kann letztlich. Also die müssen dann schon von Anfang an gut sitzen, weil die Energie nicht da sein wird, wenn sie jetzt reinwarpt. Insofern also Zealots wäre hier das Gebot der Stunde. Momentan fehlt ihm noch ein bisschen Geld dafür. Ist nur auf 32 Worker, holt auch keine weiteren Probes nach, sondern stattdessen drei weitere Gateways. Also der will hier wirklich Druck machen. Vor allem, wo er merkt, dass hier keine Schaben da sind, hört er auch auf, Immortals zu produzieren. Er weiß, dass Sword the Wound hier nur Linge hat und er will auch, dass er nicht droht. Tatsächlich Sword the Wound sogar am Drohnen. Keine Tech-Upgrade, sondern er will es jetzt mit den Units machen. Es kommt der Hydra denn, nachdem der Leertech durch ist, hat jetzt viele, viele Sentries und damit kann das jetzt sehr, sehr gut klappen, je nachdem wie die Force Fields setzen. Ah, da nochmal in eine gute Position rein. Sword the Wound weiß noch nicht ganz, wie er den Fight eingehen soll. Jetzt versucht er ihn den Surround und direkt sind die Force Fields da. Es geht auch gegen den Pioneer. Der Immortal steht da ganz nackig, wird aber nicht angegangen. Wird nicht angegangen und so sterben die Linge einen nach dem anderen weg gerade. Und das sieht nicht gut aus für Salt. 19 Linge sind viel zu wenig. GG. Und dann nützt auch dieser kleine Run-By-Versuch, ja, schon aufgelöst. Nichts, das ist das 1:0. 1:0 für Socke und da machst du nix. Der gute Salt, da machst du nix. Das war vielleicht ein wenig zu gierig, zu krass gedroht. Was gefehlt hat, war der Roach One. Ganz klar, nur mit Lingen kannst du einfach nicht engagen. Auch wenn Socke da einen Immortal hatte, hätten da ganz klar Schaben hergemusst, weil du diese Range Units brauchst, die Linge können einfach, vor allem wenn viele Force Fields gesetzt werden, nicht angreifen. Da fehlt die Angriffsfläche. Das machst du natürlich durch den Fernkampf deutlich besser. Der Fight, alles andere als gut. Zu wenig Units für Salt gegen Sokkes All-In. Und schon führt der Favorit mit 1:0. Beide Spieler haben sich natürlich schon ziemlich lange auf dieses Match vorbereiten können. Denn das Match war hier sehr, sehr frühzeitig bekannt. Im Übrigen, mir ist auch aufgefallen, ich muss noch den Link ändern beim Raffle. Und genau das werde ich gerade nochmal machen, dass ihr da auch auf die richtige Seite gelotst werdet, was das Wildfire-Gewinnspiel angeht. Also das ein kleiner Fehler meinerseits, sorry dafür. Aber das können wir ziemlich schnell lösen. Ist ja nicht so, als hätte ich da keine Kontrolle drüber. Steht aber sonst auch auf Facebook, also diejenigen, die mir auf Facebook folgen, da ja, hilft das hier durchaus. Die hatten hier nämlich schon die Chance im Vorfeld. Ich habe es diesmal relativ früh gepostet auch. So, wo ist es? Raffle. Ich hatte ganz vergessen, dass ich das geändert hatte. So. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Also jetzt könnt ihr auch Ausrufezeichen Raffle wieder gefahrlos eingeben und kommt auch auf das richtige Raffle. Ja, so viel dazu. Wir starten jetzt allerdings auch durch mit Map Nummer 2, mit Socke gegen Sword the Wound. Wunderschönes PVZ. Gut, was erwarten wir anderes? Wir haben viele, viele Protoss in Deutschland. Wir haben auch ein paar Zerg. Wir haben nicht so viele Terraner. Der Einzige, der es in die Playoffs geschafft hat, ist Seamarine. Und den werden wir im Anschluss auch noch sehen. Also keine Sorge. Frost in der Leather Edition ist die nächste Map. Es ist im Übrigen auch noch der alte Map-Pool, weil diese EPS-Season ja gestartet ist, lange, lange bevor da die Ladder-Season zu Ende ging mit der BlizzCon, bevor der neue Map-Pool quasi gestartet wurde. Und das muss man natürlich mit den alten Maps zu Ende spielen. Wäre sonst ein bisschen unfair einfach. Deswegen wird diese Season noch mit diesem Map-Pool zu Ende gespielt, einfach um da gleiche Bedingungen so ein Stück weit auch zu schaffen. In diesem Sinne, ohne Scheiß, was soll das eigentlich? Socke schon längst gewonnen, sorry für den Spoiler. Ohne Scheiß. Das ist ja, wie soll ich das sagen? Kino, setz dich in einen Kinofilm.
Oh, ihr habt den Film alle noch nicht gesehen. Der und der stirbt am Ende. Sorry für den Spoiler. Dann sag's doch einfach nicht, wenn du nicht spoilern willst. Dann sag doch einfach nur, das Spiel ist eigentlich schon längst aus. Ja? Bisschen spät dran. Liegt an dem vielen Delay. 3 Minuten sind vorgeschrieben. Die haben wir auf jeden Fall drin. Und insofern sollte das eigentlich auch von den Streams her so weit passen, dass die ja dann alle ungefähr den gleichen Delay haben, beziehungsweise dass die Spiele gleichzeitig enden. Natürlich kann man auch ins Battle.net gehen und dann danach gucken. Das ist ja in Echtzeit mehr oder weniger. Aber Spoiler sind doof. Verderbt den anderen nicht den Spaß. Vor allem nicht, wenn sie es auf dem Livestream gucken. In diesem Sinne, viel Spaß mit Map Nummer 2. Ja, und da sind wir. Auf Frost sehen wir links oben in der Ecke von Team Ultimate Socke. Und in der rechten oberen Ecke haben wir dann von Team XMG Soul the Wound. Stand ist 1:0 für den Rekordmeister, für Socke. Jetzt auch eben oben eingeblendet. Also wir sind soweit bereit und sehen wieder einen Soul the Wound früh am Expandieren. Hatch First, Socke mit Nexus First. Könnt ihr theoretisch noch auf die Forge gehen und versuchen, das Ganze mit einem Kenrush zu bestrafen. Das Ding ist allerdings, es ist eine 4-Spieler-Map und er müsste seinem Gegner ja auch erst finden. Gibt's wieder Double Hedge for Pool und jawoll! Sword the Wound wieder gierig. Ja, der Mann, der geht hier die Wagnisse ein, um bestehen zu können. Und jetzt gegen eine Forge-Expansion. Naja, also wenn Socke ihn hier nicht findet, nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Kann man machen. Hat hier auch einen Riesenschwein, dass Socke nicht scouten geht. Hat den Overlord jetzt gefunden. Entsprechend muss die Probe hier nur rechts rüber. So, und jetzt ist das Ding. Er könnte immer noch Kenrushen. Der Pool ist gerade erst gestartet. Zumindest diese Hatchie lässt sich hier oben super mit Kanonen eindecken. Er setzt seine Pylon hier in die Kanone hier. Das geht wunderbar. Auch die Eco-Line hast du damit im Griff. Auch hier hinten. Das geht alles noch. Was macht Socke? Schaut hier vorne, rechnet nicht mit der Hatchery hier vorne. Jetzt ist Sword the Wound vielleicht ein bisschen unglücklich, dass es diese Close Pussy ist und der die Hatchery hier hat und nicht dort. Aber das weiß man ja vorher nicht. Also, wenn man Wagnis eingeht, naja, dann eben volle Lotte. Und jetzt sieht Socke wieder, okay, das war wieder mal Double Edge for Pool. Aber auch Socke, diesmal mit Nexus First. Dadurch kommt sein Tag später und sein Timing auch, ja, deutlich später. Ich sehe gerade mit dem T-Shirt, also das ist ein Bode-Shirt, und der Kiste im Hintergrund sehe ich aus wie ein Teilzeit-Barkeeper. Warum nicht? Das wird nicht gut ausgehen, da fehlt noch der Zapfhahn. Also wenn mich jemand nach meinem Lieblingstier fragt, das ist im Übrigen der Zapfhahn. Okay, keiner lacht. Sollte auf jeden Fall nicht, wenn ich dann in Köln bin, am 15. Dezember zum EPS Finals, auf jeden Fall nicht als Büttenräder für einen Karneval herhalten. Das wäre vielleicht Beruf verfehlt, aber wir sind ja auch hier für StarCraft 2 und nicht für schlechte Witze. Stand-Up-Comedy. Nicht mein Ding, offensichtlich. Ja, was macht Socke? Wieder addet er die Gateways. 3 an der Zahl, damit vergleichsweise aggressiv. 4 Gateways, kein Tag, aber auch keine Upgrades bisher. Sollte in meinen Augen auf jeden Fall das Attack-Upgrade holen. Sollte Sword the Wound wieder mit sehr vielen Lingen spielen. Er holt die Sporecrawler, um sicher zu sein, dass hier kein Oracle reinfliegt. Gerade bei dieser Close Posi natürlich eine Option. Steht hier patrouilliert. Damit sieht er auch jede Bewegung, die hier rausgehen würde. Ja, immer noch kein Tag von Socke. Jetzt kommt das Attack-Upgrade. Und ganz interessant, Chrono-Boost auf Warp-Gate-Tag. Chrono-Boost auf Warp-Gate-Tag machst du nur, wenn du damit einen Timing treffen willst. Im Endeffekt sicher sein musst,
ja, weil du es halt früh brauchst. Aber wenn er nicht damit attackieren wollen würde, gäbe es keinen Grund, das Ganze jetzt zu Chrono boosten. Also er will es früh haben, holt sich auch die Sentries brav, holt sich Mothership Core, weiß natürlich auch, dass von Salt the Wound Attack spät kommt. Ja, jetzt in dem Fall mit dem Roachdown und macht er das allerdings deutlich besser. So, und jetzt ist die Frage, wie aggressiv spielt Socke das? Oder will er das Ganze nur, um zum Beispiel eine dritte verteidigen zu können, wenn er diese Three-Base-Economy holt? Problem ist, dass Salt the Wound hier noch viel krasser drohen könnte, ist aber hoffentlich nicht macht, denn sonst würde Socke hier rauspushen können. Er nimmt die Probe mit, die kann er sehr gut ausschalten, Salt the Wound. Man sieht schon, mit den ganzen Sentries hier stehen eine Menge Force Field zur Verfügung. Also wie aggressiv spielt er es? Das Attack Upgrade hat er nicht aggressiv, sondern eben mit der dritten. Trotzdem, wie bereits erwähnt, er wird rauspogen müssen, damit Sword the Wound nicht einfach als Reaktion dann die vierte nimmt und weiter aufdroht. Denn da kannst du als Protoss nicht mithalten. Das funktioniert einfach nicht. Er hat jetzt Zealots, er hat Sentries, was gegen Linge super ist, gegen die Roaches weniger gut. Mit den Force Fields kann er da trotzdem noch versuchen, gute Trades einzugehen. Wichtig ist auch dieser Mothership Core im Zweifelsfall für den Mars Recall, dass du da entsprechend rauskommst. Jetzt geht's also gegen die dritte. Sieht die Schaben. Jetzt die Force Fields. Das heißt, die Zealots kommen gut ran. Aufgepasst. Da ist schon der Mothership Core. Setzt auch den Pylon. Also er will hier weiter attackieren. Nur ohne Pylon wird da nichts laufen können. So, du musst weiter auf dem Vormarsch und man sieht eine Menge Force Fields, aber es fehlt der Damage Output. Es fehlt der Schaden. Jetzt vor allem, wo die Zealots draußen sind, sind nur noch die Sentries da und die machen keinen Schaden. Da muss er gehöllisch aufpassen, die erste Sentry fällt und da muss er den Recall setzen, weil ihm die Stalker fehlen, weil der Damage fehlt oder auch die Immortal. Also da ist er ein bisschen zu lange noch am Attackieren gewesen, hat hier deutlich mehr verloren als Sword Wound. Und vor allem, wenn man das mal vergleicht, zwei Sentries, das war eine Menge Gas, 200 am Stück. Da ist Sword Wound mit dem 4-Sharp deutlich billiger. Zwei Drohnen, okay, kann er verkraften, aber im Gegenzug stehen vier Probes, die ja hier auch mit rausgelaufen sind, Pylonen bauen wollten. Also alles in allem super abgetauscht für Salt. Der hat jetzt die Map Control, ist zwar auf dem gleichen Work-Account, aber er hat insgesamt mehr Supply, das hier vor allem in den Schaben steckt. Da muss er aufpassen, vor allem was die Force Fields 4 angeht. Will die dritte natürlich soweit angreifen. Die Force Fields schirmen ihren Großteil der Schaben ab. Da muss er aufpassen, wie er hier angreift. Kanonen werden fertig. Ohne die hätte er das oder würde er das hier wahrscheinlich gar nicht halten können. Hat ja auch nur 4 Gateways bisher weiterhin. Jetzt kommen die Immortal, das zweite Tech-Upgrade und auch Blink. Jetzt sollte, genau, Sword the Wound die vierte setzen. Holt sich auch Borrow und Roach Speed. Und wir wissen auch vor allem mit dem letzten Balance-Patch bewegen sich Roaches eingegraben schneller, vorausgesetzt man erforscht natürlich das Upgrade, dass sie sich überhaupt eingegraben bewegen können. Dennoch, durchaus eine gute Option. Versucht es hier mit dem Runway und kommt auch dran an den Immortal. Die Kanone hilft hier und kriegt er hin. Der muss laufen. Er kriegt den Emo. Wieder ein sehr guter Tausch. So eine wichtige Einheit wie den Immortal bekommen. Und dann geht es hier hinten noch rein. Hinten wieder an die Probes. Also alles in allem tauscht hier Sword the Wound sehr gut ab. Insgesamt zwar ein bisschen mehr verloren zwar, aber das ist egal. Der Immortal, die Sentries, die kosten hier. Schaden kosten fast nichts. Also so kann er gut und gerne weitermachen. Mittlerweile auf 72 Worker hoch. Und vernichtet hier eine Probe nach der anderen. 13 Worker insgesamt schon zum Opfer gefallen. Und jetzt gräbt er sich einfach rein. Und man sieht nur einen Observer, der ist bei der Armee. Vierte Basis gleich durch, könnte sogar überlegen, noch die fünfte zu nehmen. Tatsächlich viel Gas und Mineralien auf dem Konto. Theoretisch auch eine Mutter-Switch eine Option, wobei wir hier sehr viele Stalker haben mit Blink. Also das dann vielleicht eher was für später. Folgerichtig der Hydra denn mit dem zweiten Attack-Upgrade für die Range Shields. Und hier, das rächt sich natürlich jetzt. Da muss er zurück. Da lässt sich nicht so gut kämpfen, vor allem sollte er nicht die Rampe so hochlaufen. Hat ja noch die Basis hier drüben. 3 Base Economy ohnehin. Ja, das, was man so ein Stück weit anstrebt. Und da, wie nimmt er den Kampf? Da sind viele Force Fields wieder. Die Schaben kommen direkt in Nahkontakt. Vor allem jetzt da, da kommt der Recall. Ich glaube, da hätte Socke noch ein bisschen mehr rausholen können. Die Position hier an sich super ein Stück weit zurückziehen. Er hat ja Blink. Er hatte Blink. Da hätte er also ein bisschen mehr noch rausholen können in diesem Kampf. Er hatte einen Immortal, er hatte Force Fields. Quelle.
aber in dem Fall Safety First. Er hat schon viel verloren und tauscht immer noch nicht wirklich gut ab. Also solange das hier von den Ressourcen gleich bleibt, ist alles super für Salt. Ja, solange er dann nur Schaden verliert, immer mal Sentries mitnimmt, insgesamt 6 Stück, ist das Ganze sehr, sehr teuer. Und jetzt als Reaktion aufgrund des vielen Gases eben, wie bereits erwähnt, der Spire, die Option auf Mutalisten, da muss er nur aufpassen. Gerade auf die vielen Blinkstalker. Ab einem gewissen Punkt natürlich kommst du mit Stalker nicht mehr klar gegen Mutalisten. Erstens, weil sie super wendig sind, immer wieder in die Eco-Line kommen. Und zweitens, weil dann ab einer bestimmten Masse Mutalisten auch tatsächlich gut sind gegen Stalker. Ja, hier muss er nur wieder sich überlegen, wie er das macht. Wird aber immer schön die Zealots ab, die hier vereinzelt reinlaufen. 10 Worker trotzdem zum Opfer gefallen. Der Großteil allerdings an dieser Basis. Jetzt sind Tyrannisten mit dabei und wieder geht's in den Kampf. Der zweite Tech-Upgrade ist noch nicht durch. Der hätte noch ein bisschen warten sollen. Vor allem an dieser Position splittet sich wieder auf, versucht den Kampf nochmal in die Breite zu ziehen. Das Guardian-Schild kommt. Und wo ist das Blinkstalker-Micro von Socke? Ein Stalker nach dem anderen fällt hier. Relativ spät fängt er an zu blinken. Reicht das Ganze trotzdem? Sword the Wound hat mehr Supply, aber Socke eine verdammt starke Armee. Vor allem im Army Value ist Socke auch vorne. Das sollte man nicht vergessen. Im Army Value hat Socke mehr. Er kriegt die Zedtree. Sword the Wound hat in den Spy investiert, der sich noch nicht rentiert hat. Ist dafür aber hinten ebenfalls am Start mit einem Roach Run-By. Das Problem natürlich an diesem Run-By, diese Schaben haben hier im Kampf gefehlt und deswegen konnte Socke das Ganze aufräumen. Hat jetzt einiges an Hydralisten, hat auch Linge wieder, die gut sind im Übrigen, die wirklich gut sind. Problem ist, fehlen ihm die Larven jetzt. Er hat hier keine Queen, die ganze Zeit injected. Er hat hier die Hatchery verloren. Damit fehlt es ihm am Larven, auch um das Geld auszugeben. Er hat gut Overmints weiterhin. Das macht Socke deutlich besser. Nur Socke, dem fehlt so ein bisschen an Geld und vor allem hier auch an Sentries. Trotzdem, gerade mit Blink kann er hier gut arbeiten. Was macht Salt? Er weiß nicht so recht. Soll er wie denn? Und warum überhaupt? Zieht nun die Drohnen mit dazu. Folgerichtig werden als erstes Demos rausgefokust. 2 Stück kriegt er da. Zieht sich immer wieder zurück. 15 Hydralisken, wenn er die noch durchbekommt, dann sieht sie sehr, sehr gut aus für Sword the Moon. Der spielt richtig gut gerade. Das muss man ihm lassen. Und Socke hat hier sichtlich Probleme auf dieser Map. Führt aber trotzdem noch mit 1-0. Es ist auch noch alles offen. Also da darf man sich nicht vertun, auch wenn Roach Hydra sehr, sehr stark ist. Hydra Speed im Übrigen noch nicht durch. Und er ist off-creep. Er ist off-creep und Hydra Speed ist noch nicht durch. Damit die Hydralisten natürlich sehr, sehr langsam versucht hier einen guten Kampf einzugehen. Das fällt aber schwierig. Jetzt wieder off-creep. Da sollte er nicht kämpfen. Socke arbeitet sich nun mit den Force Fields weiter nach vorne. Wie so ein heißes Messer durch Butter. Aber viele Hydralisten dabei. Entsprechend wichtig ist immer wieder das Guardian Shield. Da kommt jetzt noch gut was nach. Mittlerweile geht auch Sword the Wound so ein bisschen das Geld aus. Ich habe immer noch keine Mutalisten gesehen, auch schon des vielen Gases. Die Linge versucht daran zu kommen. Er versucht jetzt auf dieser breiten Front. Aber Socke mit seinen Stalkern einfach stärker. Obwohl Sword the Wound jetzt mehr Supply hat oder weiterhin mehr Supply hat. Aber da sind auch 10 Hydralisten im Bau. Die nehmen Supply weg, sind aber nicht an der Front. Und dann geht es weiter drauf. Er muss jetzt. Er muss hier die Offensive gehen. Verliert immer weiter Drohnen. Ist mittlerweile gleich auf und Socke greift sich das Spiel und ist jetzt ganz nah dran am 2-0. Richtig starkes Spiel, dieser kontinuierliche Druck von Socke. Und das schmeckt Sword the Wound gar nicht. 2-0 die Führung.